Ja, hallo liebe Bierfreunde, heute sind wir mit Frankens Bierwelt zu Gast beim Rainer Schmitz und beim Stefan Viktorin von der Sandbergbräu hier in Bubenreuth. Hallo. Hallo. Machen wir erst einmal trinken zur wir Begrüßung. Mal was. Genau. Ja, Thomas. Also, schönen Biergarten zum wieder. Bis zum Wohl. Stefan. Am Anfang war eine Idee, ihr wart da bis dato Hobbybrauer und dann hat Bubenreuth sein 775. Jubiläumsjahr gehabt. Richtig. Und dann musste ein Festbier hier. Das war sozusagen der Initialfunke, ganz genau. Ja. Und wie ging es dann los? Naja, wir hatten ja schon eine ganze Weile als Hobbybrauer sozusagen unser Unwesen getrieben und die verschiedensten Sude ausprobiert. Und als dann eben das Jubiläumsfest näher rückte, dachten wir, das könnte eigentlich eine ganz gute Idee sein, hier eben das Festbier anzubieten. Obwohl wir natürlich noch nie in so einem großen Umfang gebraut hatten. Es war ja alles nur in Terrassengröße bis maximal 100 Liter sozusagen. Und ja, dann haben wir erstmal gefragt, ob überhaupt Interesse daran bestände. Haben auch mit der Gemeinde hier den Kontakt gesucht. Bürgermeister war sofort Feuer und Flamme. Ja, und dann haben wir uns überlegt, wie gehen wir es am besten an. Ne? Natürlich musste dann auch einer gefunden werden. Eine größere Brauerei. Also das war mit der Kochtopfbrauerei Hobby war dann nichts mehr. Ja, also von der Terrasse weg jetzt hier mit maximal 100 Liter, die wir mal so hobbymäßig gebraut haben, ging das natürlich nicht mehr. Und dann haben wir auch erstmal, wir waren auch zu dritt am Anfang, jeder rumtelefoniert, verschiedene Brauereien, wer kann kleine Sude machen und würde es überhaupt mit uns machen. Also das war dann schon ein bisschen ein Kampf, ein Aufwand, bis wir da den richtigen Partner auch gefunden haben, mit dem wir das dann zusammen machen, der dann auch Interesse gezeigt hat, zu sagen, okay, Mensch, die Idee finde ich super, mache ich, helfe ich euch und ja, jetzt hab Ja, und wir wussten am Anfang auch noch gar nicht, welches Bier wir letztendlich anbieten wollen. Richtig, also dann haben wir ja erstmal hier in der Mörsbegei, das war sozusagen der Wirt hier von der Mörsbegei, der Tobias Reimann, ein Unterstützer der ersten Stunde sozusagen, haben wir hier erstmal eine Verkostung gemacht. Das heißt, wir hatten verschiedene Biere eingebraut, vorbereitet und die haben wir dann an einen ausgesuchten Kreis sozusagen, haben wir die verkostet oder mit denen, haben die Biere vorgestellt und dann letztendlich abstimmen lassen, einfach mit ein paar Zetteln, welches Bier hat euch am besten gefallen und welches soll es werden für das Jubiläumsfest sozusagen. Und dann wussten wir, okay, das Bier wird's, aber wir wussten noch nicht, wie machen wir's? Welche Brauerei? wo füllt man sowas ab? Es war dann ein Festbier im Prinzip, also was dann den Titel gewonnen hat sozusagen. Und das haben wir dann auch genommen und dann wussten wir ja auch wegen dem Namen. So sind wir auch auf die Zahl eigentlich gekommen, 775 Jahre, das war Bubenreuth, eben das Jubiläum und darum sind wir auch, haben wir eben diese ganzen Zahlen jetzt, das haben wir eigentlich dann übernommen, auch auf die anderen Biere später. Wollte ich dann nochmal fragen, kommen wir dann später gleich nochmal dazu, eure Biere, die sind immer ein bisschen zahlenlastig am Etikett. Ja, das war so ein bisschen unser Steckenpferd, sage ich jetzt mal, einfach unsere Idee, das hat noch keiner gehabt und ja, warum nicht, mal was anderes. Also es ging tatsächlich mit dem Jubiläumsbier ja los, es gab zwei mögliche Namen, Richtig. Das eine war Jubi. Und das andere 775 und irgendwie alle, die wir gefragt haben, haben gesagt spontan 775 oder 775er, cool, nehmt den Namen. Und so kam das erste Etikett, was ein Freund von uns gemacht hat, ein Grafiker aus Hamburg, entworfen hat und dabei sind wir sozusagen geblieben. Und bei den anderen hat sich dann so durchgezogen, minus 10. Minus 10 bietet sich an für den Winter, ne? Für den Winterbock, genau. Genau. Genau, 365. Und 60, das ist das tägliche Bier sozusagen, für jeden Tag ein Bier. 365 Tage hat es Jahr. Ne, also da kommt die Idee auch her. dafür sind wir da. Genau. Wir sind ja jetzt hier, ich sage jetzt mal nicht direkt im Herzen der Fränkischen Schweiz, weil die Leute denken immer, Bier wird in der Fränkischen Schweiz gebraut. Wir sind jetzt hier gleich neben der ehemaligen Bierstadt Erlangen. Aber ihr nehmt doch alle fränkische Produkte und alles wird noch handwerklich gebraut. Absolut, ja. Also wir achten da sehr, sehr stark auf Regionalität von den Rohstoffen. Ja. Manchmal ist halt vielleicht mal ein Hopfen dabei, den es jetzt hier nicht unbedingt in der Hallertau gibt oder in Spalt beispielsweise. Wenn wir mal an Cascade denken, der zum Beispiel hier auch im Winterbock drin ist, also es ist ein ziemlich wildes Bier. Aber ansonsten achten wir streng darauf, dass wirklich nur lokale Rohstoffe drin sind, regionale. Und alles ist auch nach dem Reinheitsgebot gebraut. Ihr habt jetzt auch nicht nur die typischen Bierstile, wie jetzt so Helles, sondern auch
geht man gerne in die Kraftbierschiene, ein bisschen darüber, was man da auch immer wieder drunter diskutieren kann. Aber das macht ihr dann auch immer mal gerne, diese Kraftbiergeschichte. Genau, also es ist so ein Mittelding zwischen, ich sag jetzt mal, traditionellen Bieren, also hier das 365er beispielsweise, das ist ein typisches Bier für einen Biergarten. Da kam eigentlich auch die Idee daher, dass dann die Wirte gesagt haben, Mensch, könnt ihr nicht mal was anbieten, was auch auf dem Fass ist und was wir gut im Biergarten ausschenken können. Und das ist halt jetzt ein typisches Lagerbier, ein helles. Ja. Und wenn wir jetzt an das 35 Grad denken beispielsweise, das ist ja schon ein bisschen stärker gehopft, ne? mit Aromahopfen, geht so ein bisschen auch in das frische Zitrusaromatische rein. Und da probieren wir halt gerne aus und letztendlich machen wir das ja nach wie vor auch auf der Terrasse weiter, unsere eigenen Sude, immer experimentieren und wenn was Gutes dabei ist, nehmen wir es vielleicht auf und wenn es nicht gut ist, wird man sich dann immer gleich einig oder ist der eine mal, oh, das schmeckt mir, das andere nicht, müssen wir mal abstimmen ein bisschen. Nee, eigentlich denke ich, sind wir schon ziemlich einig immer gewesen, ja. Ihr habt ja auch schon ein bisschen die Kraftbierzeitung geschafft. Ja, richtig. Richtig, genau. Das war 2018, als wir halt angefangen haben. Da hatten wir wirklich das Glück, dass wir da einen sechsseitigen Artikel im Craft Beer Magazin bekommen haben, wo die ganze Geschichte auch nochmal so ein bisschen genauer beschrieben ist. Und ja, wer möchte, kann es da auch gerne nochmal nachlesen. Also wir haben es auch auf unsere Webpage gestellt, den ganzen Artikel. Ja, ist verlinkt. Ne? Ja. Mit den ganzen anfänglichen Problemen und Herausforderungen, die das natürlich auch mit sich bringt, aber alles natürlich sehr spannend. Das tun wir natürlich dann auch unten wieder verlinken, wie immer. Mhm. Saisonal habt ihr natürlich auch unterschiedliche Bockbier, hast du schon angesprochen. Jetzt habe ich auch mal was von einem jetzt nah bei Erlangen Bergbier gelesen. Sandbergberg. Ja, das gab es tatsächlich auch mal. Also das war auch so ein Versuch. Eigentlich ist es in das 365er so ein bisschen mit eingeflossen, so von der Idee her, aber eben nicht ganz so stark, weil es soll ja auch ein Bier sein, ja, von dem man einfach auch ein bisschen mehr trinken kann, so im Biergarten, genau, ohne dass es einen gleich dreht. Das ist auch wichtig, gerade im Sommer. Bockbier ist wieder was eher für den Winter oder zur kälteren Jahreszeit. Ja, es ist ein richtiges Hausbräu eigentlich, soll das sein. Ne? Also, ja. Jetzt, wenn wir schon bei den Namen auch sind, wie kam es zur Sandbergbräu? Wie kam es? Du erzählen, ja. Also wir beide kennen uns schon seit fast 40 Jahren mittlerweile, wir sind also wirklich ganz alte Erlanger Freunde. Rainer wohnt jetzt eben in Bumreuth und eben am Sandberg, so heißt die Straße da. Und da auf der Terrasse, wie wir das gebraut haben, so ist der Name im Prinzip auch entstanden. Wir haben uns dann gesagt, wie nennt man das jetzt alles? Und ja, es ist uns vielleicht nichts Besseres eingefallen, aber ich sag mal, es ist immer wieder interessant, es ist halt am Sandberg und Sandberg und das Logo haben wir dann auch entsprechend gemacht, auch mit diesem kleinen Hügel und der Hopfendolde oben drüber. Diese ganzen Labels entstehen und das Bier wird einfach dann getrunken oder ins Glas geschenkt und da ist so viel Arbeit manchmal in die Etiketten auch drin, wirklich gar keiner weiß, was jetzt da eigentlich dahinter steht. Wir haben eben schon über eins auch gesprochen, das ist schon aller Ehren wert. Jetzt ist es in der Flasche drin, wo kann man das überall kaufen? Ihr habt auch Fassbier auf Anfrage? Gibt's genau, steht ja auch auf unserer Webpage, in unserem Online-Shop, genau. Letztendlich, wir bieten es wirklich ganz, ganz lokal an. Das heißt, in verschiedenen Gastronomiebetrieben in und rund um Erlangen. Die Mörsbergei, wo wir heute sind, ist einer davon. Im Hempels beispielsweise wird es angeboten vom Fass und beim Noppenberger. In Untermembach, das ist bei mir draußen, da bin ich hier. Und da haben wir das auch in der Wirtschaft vom Fass, das Bier, das 365er. Also das gibt es im Fass und in der Flasche. Genau. Und die anderen Biere haben wir momentan alle in der Flasche. Also, weil es ja eher doch so Spezialbiere sind. Man könnte die jetzt aber auch im Webshop bestellen, habt ihr das auch? Definitiv, ja. Genau. Gut, Adresse haben wir ja dann. Mhm. Ihr braut auch kleinere Mengen, also das ist dann auch immer frisch. Ihr macht jetzt nicht diese Riesenauflagen immer, sondern es wird dann auch immer mal peu à peu nachproduziert. Definitiv, ja. Richtig. Weil sonst ist das Bier einfach zu lang. Steht zu lange rum und frisch ist frisch. Frisch ist frisch. Ganz, ganz genau. Aber das ist tatsächlich auch gar nicht so einfach, dann Braupartner zu finden, die dann solche kleinen Mengen anbauen können. Da seid ihr dann aber auch schon dabei. Das ist jetzt ja nicht irgendwie Etikett drauf, zack. Ne? Das ist schon euer Rezept, was ihr dann definitiv, in Selbstversuchen herausgefunden habt. Das in verschiedenen öfteren Versuchen auf der Terrasse. Das ist richtig. Es muss erstmal zwei, dreimal muss es geklappt haben, dass wir sagen, okay, das passt, das ist gut und dann gehen wir sozusagen mit unserem Rezept raus
und gehen zu unseren befreundeten Brauereien, besprechen das mit ihnen, ob sie das so brauen können. Und, das ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung von dem Kochtopf, sage ich jetzt mal, auf die Brauanlage. Ne? Ja, richtig. Das, auf jeden Fall. Es wird auch jedes Mal eine Nuance anders. Also das ist nie hundertprozentig gleich. Aber das ist auch das Schöne an diesen Bieren, muss ich sagen. Die Stoffe sind auch immer anders. Im Winter ist es anders wie im Sommer. Richtig. Also dafür ist es ja auch Bier ein lebendiges Lebensmittel, sage ich jetzt mal. So ist es. Und deshalb ist es ist ja keine Massenware, sondern wenn es immer mal ein bisschen anders schmeckt oder ausschaut, ist ja auch gut. Soll so sein. Ja. Was ist als nächstes geplant? Habt ihr irgendwas vor noch Großes, was ihr uns jetzt gleich verraten könnt? Ja, also was wir jetzt erstmal vorhaben, auch aufgrund der aktuellen Situation, dass halt die Gastronomie gerade jetzt mal anfängt im Außenbereich aufzumachen, aber wie das jetzt weitergeht, das muss man erstmal schauen. Wir haben jetzt das 365, unser Hausbräu, frisch eingebraut, das kommt nächste Woche, kommt es ins Fass. Und da haben wir uns gedacht, einfach damit das dann auch gut weggeht, dass wir einen Haustrunk anbieten. Richtig. Das werden wir jetzt also machen in 3 Wochen. Die Flaschen sind bestellt, die Apfelanlage ist bestellt. So 2 Liter Siphons wollen wir auch abfüllen. Mhm. Genau, dass die Leute herkommen können zu uns immer freitags zwischen 16 und 20 Uhr. Können sie sich den Siphon füllen lassen sozusagen. Oder wer keinen hat, kann ja natürlich auch käuflich erwerben sozusagen, samt Inhalt. Ja. Wir haben ja genug Bekannte noch im Kreis, wo auch so Siphons haben, da könnt ihr, die füllt ihr auch auf. Die füllen wir auch drauf. Der Deckel muss drauf gehen. Und dann so ist es. Genau. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch zwei, dass ihr mal Zeit gehabt habt für mich, für uns. Wir haben zu danken, Thomas. Genau. Willst du noch was der Bierwelt mitteilen über hier, was unheimlich wichtig ist? Das letzte Wort. Ja. Wie gesagt, trinkt mehr Bier. Ganz genau, trinkt viel Bier. Und vor allem regionales Bier. Regional ist immer wichtig. Und gerade die Brauereien, die kleinen Brauereien zu unterstützen, gerade in der Zeit im Moment, dass es weitergeht. Ja, dass es weitergeht, genau. Ja. Auch in der Gastronomie natürlich, die haben jetzt echt während des Lockdowns ganz schön gelitten und verdienen jetzt wirklich alle unsere Unterstützung. Und wenn das Wetter hält, wie momentan ist es ja schön, jetzt dürfen wir ja wieder raus, dann steht ja dem alles nichts im Wege. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt gesund. Dankeschön. Dankeschön. Servus. Tschüss. Prost. Prost.